was ich ganz gern mag, weil das passiert sonst nicht so oft, ist sich selbst zu loben, mal so anerkennend auf die Schulter zu klopfen Sehr gut. und einfach so irgendwas sagen, was man vielleicht sonst nicht sagen, boah, ich bin so wunderbar. Hervorragendes Interview. Ja, ich mache die Interviews so angenehm und so lebendig. Ich bin lebendig, ich bin gut, so wie ich bin richtig. Also das klopfen wir uns dann immer so ein bisschen rein. Und ja, was ganz wichtig ist, Eigenlob stimmt. Jeden Tag anders. Und dann gehen wir mal beide Arme oder Hände so uns tätscheln. Eigenlob stimmt. Geschumpfe Genau. ist Lob genug, sagt man im Schwäbischen. Also wenn man nicht eins auf den Deckel kriegt, dann ist schon Anerkennung. Aber Anerkennung geht auch so bei mir selbst anfangen. Und so dieses, wenn wir schon so sind, dann kann man sich mal so ein bisschen den Kopf ablegen. So wohlig mit so einem, so ein schönes Summen wie, wie so ein leckeres Essen, dass wir uns mal so in die Schultern rein, so ein bisschen hin und her wiegen. Und so mal zur anderen Seite auch den Kopf ablegen. Ein bisschen mit uns wie so kuscheln und uns gewogen sein. Da kann man auch die Augen schließen. Das geht dann ganz gut, wenn man so einen Sinn mal sich beruhigen lässt. Dann können wir wieder uns lang machen. Und nochmal gehen. Und mal so tief durch die Nase einatmen und einen riesen Seufzer. Oh. Und noch einmal. Genau, und zum Schluss geben wir uns noch einen Applaus. Und stampfen mit den Füßen dazu. Genau. Sich selbst einen Applaus zu geben, zu sagen, ich bin spitze, genau. Und manchmal ist, wenn die Teilnehmer irgendwas machen, sowas wie das, dann machen wir das alle. Yeah, we are the champions. Yeah.